Beim LWL Naturkundemuseum dreht sich zurzeit alles um das Gehirn. Auf 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche locken 13 Themenbereiche mit rund 770 Objekten. Wir befinden uns hier in der Sonderausstellung Das Gehirn, Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl. Eine Sonderausstellung des LWL Museums für Naturkunde. Wir stehen gerade in dem Bereich, wo es um die Evolution des Gehirns, die Entwicklung des Gehirns, die Veränderung des Gehirns geht. Und die Ausstellung hält aber noch viel mehr Überraschungen bereit. Anatomie, Intelligenz, Selbstbewusstsein, Drogen. Also der Bereich, das Thema Gehirn wird umfangreich von uns bearbeitet. Auch ein Roboter führt auf Wunsch durch die Ausstellung und hier zum nächsten Themenbereich. Wir zeigen hier intelligente Tiere, die sich auszeichnen durch besondere Fähigkeiten wie Werkzeuggebrauch oder dass sie besonders intelligent sind und Probleme lösen können, wie der Krake hier, dass sie besondere soziale Fähigkeiten haben, sich besonders gut orientieren können, wie im Hintergrund zu sehen. Das Gehirn hat jeden Tag viel zu verarbeiten, zum Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, die ganzen Sinneseindrücke, aber es lässt sich auch täuschen. Und wir haben hier in der Abteilung Illusionen auch einige Sachen, die man ausprobieren kann, wie zum Beispiel dieses Objekt, wo man einfach mal schauen kann, wie der Tastsinn sich beeinflussen lässt. In diesem Bereich der Ausstellung stellen wir das Gehirn an sich vor, in was für Areale es eingeteilt wird. Und dann kann der Besucher selbst ausprobieren, wie die Bereiche wo die verankert sind im Gehirn, was sie bewirken. Man kann an dem Touch-Monitor dann tatsächlich das Gehirn auch drehen und halt sich Informationen dann abziehen. Für diejenigen, welche nun Lust bekommen haben, die Ausstellung zu besuchen, bleibt dafür noch Gelegenheit bis zum 27. Oktober 2019.